Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Aufnahme bei Risen 3 Titan Lords. Und diese Aufnahme wird leider etwas kürzer ausfallen, da ich einen neuen Bildschirm habe und ich muss hier erstmal was testen, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir gucken mal kurz ins Logbuch. Ich habe nämlich jetzt einen Full HD Bildschirm endlich geholt und nicht mehr 1650x1050 war das, glaube ich. Egal, ist egal. Wir gucken mal kurz hier unter den Quests. Was haben wir denn da noch? Das alte Wissen. Wird jetzt eine Gilbert Räte, um wieder Zahl steigern, so kann ich ihm wirklich helfen. Bla bla bla. Das alte Grimoire finden. Das habe ich doch schon gemacht. Oder? Das haben wir doch schon. Jawohl, das haben wir schon. Ich gehe nochmal kurz zu Eldrick, mal gucken, was er mir zu erzählen hat. Wegen deiner Krieger. Wegen deiner Krieger. Der Schmied Wilson hat seinen Schmiedelehrling Alvito verloren. Ja, ich hörte davon. Bedauerlich ist es in der Tat. Aber wir müssen nach vorn schauen. Der Feind teilt unsere Trauer leider nicht. Tragisch, tragisch, tragisch. Okay. Dann ist die Frage, jetzt gucke ich nochmal kurz ins Logbuch. Markierungen löschen. Was haben wir denn hier noch auf Kalador zu tun? Brief für Harry. Auf der Karte markieren. Wo müssen wir denn da hin? Ach, das ist gar nicht hier, oder was? Oder wie, oder was? Ach, das ist da unten. Okay. Auf Kila müssen wir da hin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zum Schiff. Wie komme ich denn zum Schiff? Zum Schiff. Und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal schnell in, stechen wir kurz in See und fahren zu Antigua und überbringen den Verlobungsring. So, schon sind wir in Antigua. Das hat ja alles ganz gut funktioniert. Zum Hafen. Gut, wo haben wir denn die wunderbare Grace? Wo hält die sich denn auf, die Gute? Ah ja, das war ja bei der Schmiede, da hält die sich auf. Hey, Ramon! Ah, okay, wir können noch keinen Taschendiebstahl bei ihm machen, das ist natürlich sehr tragisch. Ich wollte ihm jetzt eigentlich noch ein bisschen Gold klauen. Naja, mal gucken. Die Grace, die Alte, wo ist sie denn? Da ist sie doch. Hey, Grace! Wegen Wilson. Wilson hat deinen Brief bekommen? Wilson hat deinen Brief bekommen. Ihr Schurken seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Wunderbar. Ja, unglaublich, was? Dann mal her mit dem Gold. Hier, versauf nicht gleich alles. Nunu. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Ach, er ist ja so ein Charmeur. Natürlich ist er das. Er ist ja so ein Charmeur. Und schreibst in deinem Tagebuch schlecht über ihn. Du alte Schabracke. Hey, Pansel. Lass mich mal an die Schmiede. Deine Belohnung sollte wohl ein Scherz sein. Wieso? Das Ding ist genauso nutzlos, wie du es bist. Das sag ich, Grace. Sag mir lieber, was ich hören will, sonst. Schon gut, dann nimm dieses Gold. Eigentlich wollte ich mir damit etwas Milch holen, aber dann verzichte ich eben. Ja, besser ist es auch. Na, 40 Gold ist jetzt auch nicht so prickelnd. Okay, haben wir denn noch was hier auf Antigua zu tun? Brüchige Erblast. Achso, Kila, okay. Müssten wir tatsächlich nach Kila jetzt schon fahren? Da will ich ja eigentlich jetzt noch gar nicht hin. Gehen wir mal zurück zum Schiff. Jo, dann fahren wir halt mal nach Kila. Kalador haben wir ja soweit schon alles erledigt. Taranis. Fahren wir einfach mal nach Kila. Und wir stechen in See. Die Sequenz überspringe ich aber mal. Wir gucken lieber an, wie wir in Kila in den Hafen reinkommen. Das wunderschöne Kila. So, wen lasse ich mir denn da mal begleiten? Wen nehmen wir denn mal mit? Edward nicht. Nehmen wir mal Horas mit. Komm mit. Jawohl. Jawohl.
Und dann zum Strand. Und wie ich sehe, werden wir da unten auch gleich empfangen und ich habe eine Schildkröte. Nicht meckern. Ihr wisst ja, wofür wir das machen. Wegen Ruhm. So. Pam. Auf jeden Fall, ich merke es selber schon, dass die Grafik auf jeden Fall schon mal besser aussieht. Ich lass dich nicht allein. So, komm her, du Sandteufel. So, und bam. Gut, die zwei Sandteufel hätten wir. Wir gucken uns... Alter. Das hört gar nicht auf hier mit den Viechern. Ja, ich weiß, dass das Vieh tot ist. Ich hab's ja auch erschlagen mit meinem Schwert. Achso, die Muscheln, die könnten wir ja eigentlich theoretisch auch mal aufmachen. Wer sagt's denn? Geschafft. Geht doch. Wow, haben sie die Droprate von den Muscheln erhöht, oder wie? Von den Perlen erhöht. 3 Perlen aus 12 Muscheln. Kann sich sehen lassen. So, da oben haben wir einen Rammer. Noch eine Muschel und eine Maki-Beere. Und was haben wir hier? Das ist gar nichts. Hey du, hörst du das? Nein, was denn? Diese Stimmen, die musst du doch hören. Egal, hab mich wohl verhört. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Das hört sich doch gut an. Der Hawkins von unserer alten Crew. Na sowas, Rum hört sich gut an. Rum hört sich gut an. Ja? Dann wirst du bei uns eine Menge Spaß haben. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Borbor auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf in Richtung Südwesten niedergelassen. Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder, oder? Du bist etwas paranoisch, würde ich mal sagen. So, einen Fisch haben wir erhalten. Kann ich mit ihm noch reden? Siehst du nicht, dass ich mich unterhalte? Warte gefälligst, bis ich damit fertig bin. Ein Wrack als Behausung? So viel Einfallsreichtum hätte ich den Piraten gar nicht zugetraut. Mit wem unterhält er sich denn bitte? Mit sich selbst oder wie? Ein Äffchen! Ach, na, sieh mal einer an. Buddy. Boost. Hey. Was läufst du hier herum? Ich mag es nicht, wenn man hinter meinem Rücken rumschnüffelt. Ich schnüffel doch gar nicht. Ich bin der Kerl, der hier das Gold eintreiben soll. Der Letzte, der versucht hat, bei uns Gold einzutreiben, wurde aufgeknüpft. Dauerte keine 3 Tage, bis die Krähen ihn sich vorgenommen haben. Na, aber vergessen wir das Thema. Erinnert mich doch nur wieder an Takarigua. Dort brannte alles lichterloh, bis BOOM! Der Kessel explodiert ist. Alles nur noch schwarze Asche. Und Schuld hat allein Patty, diese verfluchte Hexe. Da merkt man, dass den Piraten jedweder Anstand abhanden gekommen ist. Was ist los mit dir? Mit mir? Gar nichts. Die anderen sind an allem schuld. Erst will Patty uns alle umbringen und dann meutert Harry. Verdammtes, undankbares Pack. Kehrt mir den Rücken zu, bringt meine Männer um. Aber diese ganze Bande wird nicht mehr lange was zu lachen haben. Alles klar, beruhig dich mal. Du steckst wohl auch mit denen unter einer Decke. Ich warne dich, mich hintergeht so schnell keiner. Mit wem soll ich denn unter einer Decke stecken? Außerdem, was hast du denn für Problem mit Patty? Wo finde ich Patty? Die ist feige geflohen, als ich sie zur Rechenschaft ziehen wollte. Na, ist mir entkommen, das Miststück. Aber es gibt hier nur einen Ort, wo sie sich verkrochen haben könnte. Im Norden gibt es eine kleine Insel. Sieh dich am besten dort einmal um. Werde ich tun. Was hast du für ein Problem mit Harry? Dieser untreue Hund, dieser! Jetzt krieg dich mal wieder ein.
Wieso brennst du nicht einen ordentlichen Rum und ihr sauft euch alle zusammen ein? Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Die hatte ich auch schon. Ich wollte einen ganz besonderen Rum brennen und dann... Rate mal, wen ich losgeschickt habe, um Zutaten zu holen. Und wer nicht zurückgekommen ist. Harry, dieser hinterhältige Sack. Aber weißt du was? Du wirst zu ihm gehen und mir die Lieferung bringen. Und danach feiern wir mit all unseren Piratenfreunden ein kleines Fest und besaufen uns, bis keiner mehr steht. Bis keiner mehr aufsteht. Was hältst du davon? Hört sich gut an. Ich rede mal mit Harry. Sehr gut. Dann geh zu Harry und sag ihm, er soll die Lieferung rausrücken. Und beeil dich. Ja, werde ich schon tun, Wer bist denn was? Du? Ob ich nicht das Zedek. Ende sehe? Natürlich sehe ich Hallo. Es. Der Tod fordert seinen Tribut. Niemand ist vor ihm sicher. Douglas hat er bereits geholt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste von uns dran glauben muss. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass er sich mit Douglas Opfer begnügen wird. Ah ja, er redet mit einem Totenschädel. Ja, jedem das Seine, würde ich mal sagen. Hallo, Zedek. Siehst du auch diesen schwarzen Schleier über dem Wasser? Nein. Dann ist gut. Zedek hat nur Illusion. Na sowas. Halluzinationen vom Rumtrinken. Halluzinationen vom Rumtrinken? Nein. Keine falschen Bilder, Gucho. Zedek kann sehen. Zedek sieht die andere Seite. Der Rum ist nur für das Gemüt. Ja. Du haust dir ganz schön was weg, mein Freund. Rum ist gesund und vertreibt böse Geister. So kann man das auch sehen. Oder man verliert seinen Verstand vom Saufen. Das kann natürlich auch sein. Was meinst du denn mit der anderen Seite? Was meinst du mit andere Seite? Hier, trink das und du wirst verstehen. Damit siehst du die Welt mit den Augen eines wahren Kriegers. Alles, was du brauchst, um deinen Gegner zu besiegen, hast du nun ganz deutlich vor Augen. Ach was. Nur der richtige Stoff bringt deine Sinne in Wallung, Gucho. Na, sowas. Jemand wie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen. Du scheinst dich gut mit Tränken auszukennen. Zedek würde nichts lieber machen, als wieder zur See zu fahren. Doch Zedek muss bleiben. Buß braucht Zedek hier. Zedek hat Buß viel zu verdanken. Buß rettete Zedek das Leben. Jetzt hat Buß eine schwere Zeit. Buß Geist ist im Nebel. Erst wenn Buß wieder klar sieht, kann Zedek Buß wieder verlassen. Buß ist wirklich ein wenig neben der Spur. Chi. Darum bleibt Zedek, bis Buß wieder klar sehen kann. Was? Ja, ich habe sie gesehen. Okay, ich speichere mal kurz ab und dann gucke ich mal, ob ich die Truhe hier aufmachen darf. Gestört. Sie kriechen. Oder ob das jemanden stört. Scheinbar stört das keinen. Gut, was haben wir denn hier Feines? Proviant, Kugeln, Gold und aromatischer Wein. Quest erfolgt der aromatische Wein. Okay. Darf ich hier reingehen? Darf ich? Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ja, ist ja gut. Ach, der Quinn, da sollen wir doch den Brief abgeben. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Von welcher Art von Geschäft reden wir denn? Von welcher Art Geschäft reden wir? Ah, ich sehe schon. Du ergreifst Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Ach, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen und ihn an mein Erbe erinnern. Was zuckt er denn so mit dem Fuß da unten? Was das Erbe angeht, warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Na sowas. Übrigens, machst du außer Krummgeschäften noch was anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Das schreckt die Ratten ab. So. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe immer gern um ein paar Münzen.
Na, sowas. Übrigens, was das Erbe angeht. Was das Erbe angeht. Ich habe deinen Bruder Flynn auf Antigua getroffen. Dein sogenanntes Erbe ist nicht zufällig ein Schwertstück? Verdammt, dann weißt du also davon. Ich mach dir einen Vorschlag. Besorge mir sein Schwertteil und ich entlohne dich angemessen. Okay. Aber ich rate dir, mich nicht zu verarschen. Okay, aber ich rate dir, mich nicht zu verarschen. Aber was denkst du von mir? Ich bin ein ehrlicher Pirat. Das hoffe ich für dich. Natürlich, ich denke nur Gutes. Was kannst du mir denn beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Messerstecher, Dolche lernen, kritische Treffer lernen. Das könnten wir theoretisch mal machen. Entfalte ein Talent für das Treffen besonders schmerzhafter Stellen des Gegners. Fernkampfwaffen und schmutzigen Tricks. Ich möchte mehr kritische Treffer landen können. Es ist immer richtig, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Ja, da hast du wohl recht. Das können wir wohl nicht. Was hat er denn zu handeln? Lass uns handeln. Gut. Doppelbüchse. 4 bis 45 Schaden. Schwarzes Seidenhemd. Fusel. Ja, gut, der hat jetzt nicht so prickelnde Sachen. Ich nehme mir nochmal ein paar Kugeln mit. Handel akzeptieren und tschüss. Hey, Cunningham. So lange verzeiht meine Neugier. Aber seid ihr neu hier? Sag mir erstmal, wer du bist. Sag mir erst einmal, wer du bist. Wo bleibt mein Benehmen? Entschuldigt mein unwirsches Auftreten. Gestatten? Cunningham, Schiffsarzt und Scholastikus der hiesigen Flora und Fauna. Hast du einen Sprachfehler? Nun, ich könnte die Frage erwidern, aber ich will mich erklären. Einst diente ich auf einer Galeere der Inquisition. Ein kleiner Fauxpas erzürnte jedoch meinen Kapitän und... Nun ja... Nun stehe ich hier immer bereit, eine helfende Hand denen zu reichen, die sie benötigen. Woran arbeitest du zurzeit? Ich denke, meine Expertise in Bezug auf die örtliche Fauna würde jemand von eurem Schlagen nur langweilen. Aber derzeit sitze ich über einem Manuskript, welches sich speziell mit der hier auftretenden Camellia sinensis befasst. Leider ist mir das letzte Exemplar dieser Pflanze durch die doch widrigen Bedingungen eingegangen. Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze? Exakt. Und dank eures Scharfsinns seid ihr geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Sie wächst an sehr hoch gelegenen Orten und ist für Menschenhand nicht erreichbar. Aber eine Lösung habe ich bereits in der Hinterhand. Lass mich raten, es ist Papageienflug. Ich auch. Such dir eine andere Pflanze? Ja, dann lass mal hören. Habe ich also euer Interesse geweckt? Sehr schön. Ein aufmerksamer Zuhörer ist mir stets ein willkommener Gast. Ja, komm einfach zur Sache. Ich habe hier eine Puppe der Eingeborenen. Mit ihr ist es dem Anwender möglich, sich in einen Papageien zu verwandeln. Aufgrund der Flugfertigkeit dieses Geschöpfes sollten auch größere Höhen kein Problem mehr darstellen. Würdet ihr die Versuchsperson spielen und mir mit Hilfe der Puppe die Pflanze beschaffen? Gib her die Puppe, ich besorg dir die Pflanze. Wie bist du an die Puppe überhaupt gekommen? Nun, auf einer meiner Erkundungstouren entdeckte mich einer der Eingeborenen. Um meine gute Absicht zu offenbaren, teilte ich mit ihm meinen Proviant. Er gab mir im Gegenzug die Puppe. Aha. Leider ist meine höfliche Art und Weise den anderen Piraten hier weit weniger geläufig. Da wundert es auch nicht, dass das neu aufgebaute Vertrauen bald dahin war. Na sowas. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Was weißt du über Kila? Nun, Fakt ist... dass nicht nur die Insel, sondern auch der ansässige Eingeborenenstamm den Namen Kila trägt. Das Klima hier ist zweifelsohne als tropisch zu bezeichnen, was sich auch in der Artenvielfalt widerspiegelt. Die Natur zeigt sich hier in ihrer schönsten Form, zu sehen an meinen Freunden, den Papageien. Ja. Wie kommst du mit den Piraten zurecht?
Nun, eine friedliche Koexistenz sieht gewiss anders aus. Aber solange jemand diesen Flegeln hilft, gegen Skorbut gewappnet zu sein, werde ich in Ruhe gelassen. Des Weiteren hält dieser Buß ein Auge auf mich. Ein durchaus zufriedenstellendes Arrangement. Ich möchte mehr über die Eingeborenen wissen. Ich würde meinen, sie stehen anderen eingeborenen Stämmen in nichts nach. Sie betreiben ebenso wie diese allerlei Hexenwerk. Und ihre sozialen Strukturen sind recht ähnlich. Der grundlegende Unterschied liegt darin, dass sie eine Art primitive Gottheit anbeten. Sie nennen es selbst das Orakel. Leider sind mir fundiertere Aussagen zu diesem Thema nicht möglich. Schade. Hast du irgendeine Idee, was mit Hawkins los ist? Irgendeine Idee, was mit Hawkins los ist? Nun, als Schiffsarzt bin ich stets besorgt um die Gesundheit der Mannschaft. Die Symptome, die bei Hawkins auftreten, entsprechen nicht denen einer gewöhnlichen Tropenkrankheit. Mein vorläufiger Befund würde eher in Richtung einer Identitätsstörung deuten. Und das heißt? Einfach ausgedrückt, er ist nicht er selbst. Okay, das habe ich verstanden. Ist er schon wieder nicht er selbst? Noch einer nicht er selbst. Okay, gib mir erstmal die Puppe. Gib her die Puppe. Ich besorg dir die Pflanze. Vortrefflich. Hier, nehmt. Ich empfehle euch, die Felsplateaus südlich von hier nach der Pflanze abzusuchen. Alles klar. Jo, gibt's eine genaue Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Nun, etwas einfacher ausgedrückt, geht ihr wie folgt vor. Folgt dem Pfad, der hier in den Dschungel führt, und haltet euch dann, soweit es geht, süd-südwestlich. Sobald ihr dann den Talkessel der Eingeborenen erreicht habt, seht ihr mehrere Felsplateaus. Achtet auf die linke Felswand, dort müsste sich ein Bauwerk der Eingeborenen befinden. Um zu diesem Bauwerk zu gelangen, ist die Puppe vonnöten. Geht jedoch mit Bedacht vor. Über eine weitere Puppe verfüg ich nicht. Aber ich, kannst du mir eigentlich was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Silberzunge steigern, Krämer schmeistern, meistern, okay. Ritualmeister, wir machen mal Silberzunge. Geht das? So gut bin ich auch nicht. Verdammt, okay. Gut, jetzt haben wir einmal Papageienflug erhalten, das ist ganz nett. Alter, ist das hell. Wer ist das hier? Der Buddy. Hey, du da. Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich. Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. Ach ja, dein Brackwasser kannst du behalten. Der wichtige Mann kriegt gleich was auf die Fresse. Hey, bleib ganz locker, ja? Ich wollte mich doch nur ein bisschen aufspielen. Hier, kannst meine Rumration haben. Also lass die Fäuste unten, okay? Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel. Na sowas, guck dich um, hier gibt's doch genug Wasser für alle. Ich hab die Lösung. Weniger Wasser, mehr Rum. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ist dir klar, wie Rum hergestellt wird? Ohne Zugang zur einzigen Wasserquelle hier auf Kila war's das. Kein Wasser, kein Rum, kein gar nichts. Wir sind erledigt. Wie gut bist du mit dem Messer? Wie gut bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern, wenn du magst. Warum habt ihr keinen Zugang zur Wasserquelle? Weil wir ständig damit rechnen müssen, einen Speer in den Hintern zu kriegen, wenn wir uns dem Wasserfall nähern. Die Eingeborenen hier stehen nicht so auf Teilen, verstehst du? Mach ihnen ein Angebot, das sie nicht abschlagen können. Ja klar. Wie soll das denn aussehen? Du bist Pirat, prügeln geht immer. Ja. Du bist Pirat, Prügel gehen immer. Hast du schon mal gesehen, wie stark deren Tonkas sind? Die prügeln einen windelweich. Nee, mit dem Vorschlag gehst du bei der Sache baden.
Kannst du mir nicht helfen? Ich brauche echt Hilfe. Wissen die anderen, dass euch das bald das Wasser ausgeht? Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht? Bist du verrückt? Da kann ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln. Wenn Buß mitkriegt, dass wir bald auf dem Trockenen sitzen, knüpft er mich sicher auf. Hier traut eh keiner dem anderen über den Weg. Da halte ich mal lieber schön die Fresse. Ja. Wer kann mir hier etwas beibringen? Was weiß ich? Mich interessieren nur meine Fässer. Es sei denn, du hast Gold. Dann bin ich der Richtige. Ja. Wo genau ist die Wasserquelle? Geh einfach weiter ins Inland. Halte dich südwestlich, bis du auf einen Wasserfall stößt. Pass bloß auf, dass die Eingeborenen dich nicht gleich aufspießen. Alles klar. Werde ich machen. Ich kümmere mich um dein Wasserproblem. Danke, Mann. Hoffentlich bist du erfolgreich. Okay, bring mir etwas bei. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? Eine Machete. Okay, Steinaxt. Entermesser, Knochenschwert, 25 bis 50. Wie stark ist denn unsere Waffe? 35 bis 50 ist aber eine Stichwaffe. Schwerter. Okay, das lohnt sich nicht, hier bei dem was zu kaufen. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Äffchen lernen, Panzerknacker lernen. Kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Ich bin noch nicht gut genug. Verdammt, das geht noch nicht. Meisterdieb steigern, geht das? Dafür bin ich nicht gut genug. Okay, alles klar. Gut. Was liegt denn hier? Da liegt gar nichts. Da liegt aber noch... Ach, sieh mal einer an. Scheiße. Alter! Gut gemacht! Jetzt bist du dran! Was? Entschuldigung! So war das nicht gemeint! Pam! Ja, bewusstlos ins Meer boxen, das kann man natürlich, ja... Warum nicht? Selber schuld, wenn das sich in meinen Kampf hier einmischt. Steht er jetzt wieder auf? Na los, steh auf. Oder auch nicht. Dann bleib halt liegen. Okay, ich werde die Aufnahme jetzt auch gleich beenden. Äffchen! Denn die Testphase ist dann vorbei. Ich mache jetzt hier nochmal kurz F5. Und dann öffnen wir noch diese Truhe. Lalalala. Verdammt. So, einmal geöffnet. Ja, hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Fusel und Jadestein. Ach, ist das schön. Okay, wir gucken mal kurz ins Logbuch. Kalador. Brief für Harry. Die Frage ist, wo... Achso, da wollte ich ja... Ach, das habe ich schon markiert, okay. Ach, Harry ist der hier, oder? Harry, na sowas. Aber mit dem werden wir erst in der nächsten Aufnahme reden. Ich mach mal hier ein bisschen Proviant mal wieder. Haben wir ja genügend eigentlich. Wer ist er? Der Kolbi. Okay, das machen wir später. Auf jeden Fall jetzt erst nochmal kurz einen richtigen Speicherstand anlegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss!